Strahlst du um die Sonne? Strahlst du um die Sonne? Ja, hallo. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Hast du ausgeschlafen? Ja, da lachst du. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade eben erst aufgestanden und runtergekommen. Ich mache gerade Kaffee. Ich sehe echt super aus, ne? Wir haben heute einen Kinderarzttermin für die U3. Und ja, ich nehme euch natürlich mit durch unseren Tag. Ich bin ganz gespannt, was die Kinderärztin erzählt. Oder was soll sie erzählen? Ne? Aber ich meine, was halt rauskommt, wie viel die Maus gewachsen ist, wie viel sie zugenommen hat. Weil sie ist ja sehr schlank. Seit gestern lacht sie so richtig. Sie strahlt einen richtig an. Ne? Du kannst richtig anstrahlen, die Mama. Ja, das ist so schön. Jetzt guckt sie nur den Bildschirm an, ne? Ja, aber wenn man sie halt anguckt direkt und lacht und ihr was erzählt, dann strahlt sie richtig und gluckst. Das ist so süß. Ja, ich mache wieder Kaffee hier mit unserer Supermühle. Bernd ist mit dem Hund draußen. Und ja, dann trinken wir erstmal Kaffee und dann machen wir uns fertig. Und starten in den Tag. Wir sind zurück vom Kinderarzt von der U3 und es ist alles in Ordnung. Die Kleine hat schön zugenommen. Die ist schon 5 cm gewachsen und Kopfumfang hat sie auch zugenommen. Die war ja sowieso schon so ein Dickkopf bei der Geburt, hatte 36 cm und ja, jetzt ist er noch mehr gewachsen. Wir haben jetzt eine normale Windel mal umgemacht. Machen wir immer, wenn wir unterwegs sind. Und dann wirkt die immer so viel schmaler und zärtlicher als mit diesen Stoffwindeln. Die muss ich mal langsam aufbrauchen. Wir haben so zur Geburt von DM und so viele Windeln geschenkt bekommen. Und die sind ja nur, ich weiß gar nicht, bis wie viel Kilo. So Newborn-Windeln. Die Maus wiegt jetzt über 4 Kilo. Lange passen die nicht mehr. Deswegen müssen wir die jetzt langsam aufbrauchen. Bernd hat uns jetzt zu Hause abgesetzt und ist nochmal zur Arbeit gefahren. Und kommt aber gleich zur Mittagspause nach Hause. Der hat den Smurfy mitgenommen zur Arbeit. Ist aber nicht mehr lange. Der muss nicht mehr lange jetzt arbeiten. Und ja, dann kochten wir gleich. Oder Bernd kocht gleich. Und ja, verbringt die Mittagspause hier. Ich bin jetzt mit der Morla nach Hause gegangen. Einfach, weil sie jetzt so viel da erlebt hat beim Kinderarzt. Also, ne, ganz viel fremde Umgebung und wiegen und messen. Oh. Komm mal her. Und ja, deswegen wollte ich mit ihr hier in die gewohnte Umgebung. Im Laden war sie jetzt zwar auch schon zweimal, glaube ich. Aber ja, es ist halt doch noch was Neues da für sie. Und deswegen, ich wollte einfach mit ihr hier zu Hause in unsere Höhle und kuscheln. Ne? Ja. Ist das schön hier? Ja. Die macht aber einen ganz, ganz zufriedenen Eindruck. Der Kinderarzt war ganz happy mit dem, was er alles gemessen hat, ne? Jo. Aber wir wussten ja auch so, dass es ihr gut geht. Davon mal abgesehen, ne? Jo. Und jetzt kuscheln wir ganz viel heute. Jo. Alles aufregen. Und dann tat ihr mir leid, weil ich habe sie dann gestillt bei der Untersuchung dazwischen halt. Weil erst kam so eine Helferin rein, hat gemessen, also mit so einem Maßstab, das lag dann neben Livia und dann haben wir gewogen und dann hatten wir Pause. Dann mussten wir auf den Arzt warten, ein paar Minuten, da habe ich sie gestillt halt. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, dass sie mir leid tat, weil wir ja diese FFP2-Masken tragen mussten. Und dann hat sie mich angeguckt wie ein Auto, weil sie mich, glaube ich, nicht erkannt hat. Ich weiß es nicht, also eigentlich schon, weil sie riecht mich ja auch und hört mich auch, aber es war halt so... Ich weiß auch, vielleicht haben wir auch eingebildet, dann, wir waren ja alleine in dem Untersuchungszimmer und dann habe ich die Maske abgemacht, damit sie mich sieht. Aber ja, ist für Kinder natürlich doof, oder? Ich meine, sie hat jetzt nicht angefangen zu weinen, aber ich glaube, größere Kinder, die das nicht so kennen und so, die weinen dann bestimmt, wenn ihre Eltern auf einmal so einen Schnabel tragen. Murphy darf jetzt hier immer ein bisschen Holz schrömmeln. Ich habe euch auf Instagram schon gezeigt, dass ich hier ein bisschen im Wintergarten aufgeräumt habe. Es ist immer noch chaotisch. Hier war das BMX von Calvino drin. Der ist jetzt damit fahren, deswegen seht ihr das nicht. Das steht normal auch hier. Ja, da ist unser ganzes Holz.
dieses Holz hier, was ich hier in den kaputten Wäschekorb jetzt reingetan habe. Das war vorher hier in der Tüte, die ganz voll war. Und ja, die ist jetzt halt fast leer, deswegen habe ich es hier reingetan. Und hier ist unser Weihnachtsbaum, der abgefressene. Was, Murphy, was machst du hier? Bist du am Schrammeln? Ja, das gefällt dir, ne? Ja, ich habe halt ein bisschen aufgeräumt, aber es ist immer noch chaotisch. Hier, das kommt alles auf den Sperrmüll. Was dauert alles noch? Jetzt kommst du rein, Etty. Genug geschrimmelt. Während es schon wieder arbeiten. Wir waren noch eine große Runde spazieren und jetzt wollte ich die Wäsche falten. Also muss ich. Ich wollte nicht, ich muss. So, bin nämlich hier schon am Waschen. Wieder fleißig und... Einmal die Stoffwindeln, einmal bunte Wäsche. Smurfy, raus da. Er nimmt das immer als Körbchen. Und Smurfy, komm mal raus. Bist du doof? Und schwarze Wäsche wartet auch. Die ist total geschafft von dem Untersuchungstermin beim Kinderarzt. Sie schläft jetzt schon die ganze Zeit. Ich hatte mich erst mit ihr hingelegt und sie gestillt. Da ist sie auch immer eingedöst. Man sieht ja dann an den Augen, dass sie so müde sind, ne, wenn die immer so verdrehen. Und da ist sie aber immer wieder wach geworden, als ich sie im Liegen gestillt habe. Und das Tragetuch hatte der Bernd im Auto. Und als er das dann gebracht hat, gerade als er nach Hause gekommen ist, habe ich sie sofort da rein gebunden. Und da ist sie auch sofort eingeschlafen. Ne? Die war richtig, richtig müde. So, ich mache uns gerade Abendbrot, bereite ich schon mal vor. Der Bernd kommt gleich von der Arbeit. Heute gibt es bei uns Süppchen. Wo ist der Schneeboden? Hier. Das ist einfach so eine Gemüsesuppe aus der Tüte, ganz gesund. Und da mache ich gleich noch ein bisschen Erbsen rein, die wird noch gepimpt. Und Spargel mache ich da rein aus dem Glas. Und wir haben hier noch aufgetaut Gyrossuppe. Die machen wir gleich warm. Die gibt es dann auch noch dabei. Dann schnibbel ich hier ein bisschen Gemüse, Paprika, Tomate, Gurke und Kohlrabi. Hallo? Hallo? Hi? Erzählst du uns was? Ja? Du guckst zu, ne? Ja, du guckst zu. So, dann gibt es Brot dabei, verschiedene Sorten. Das Murphy hat jetzt die Angewohnheit, sich immer so mitten im Weg zu stellen oder zu legen vor allem. Stehen geht ja noch, aber legen. Was manchmal ganz schön gefährlich ist, Murphy, wenn man hier so rumläuft und die Livia auf dem Arm hat, ne, dann bist du eine ganz schöne Stolperfalle, du. Ja. Ja, hier ist das schon mal geschnibbelt. Ach so, Möhren fehlen noch. Siehst du, die habe ich vergessen. Möhren muss ich noch schnibbeln. Dann ist der Platz auch gefüllt. Brötchen und zwei Laugenstangen habe ich noch gefunden. Die backen noch. Und ja, hier ist noch ein Rest Ei. Und jede Menge Gedöns. Keine Hand frei. Sorry, um die vor dem Mund zu halten. In der einen Hand halte ich die Kamera und in der anderen Hand, also im anderen Arm, habe ich die Morla zum Stillen. Wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht. Wir haben schon Abendbrot gegessen. Die Kinder sind oben und spielen und machen noch irgendwelche Aufgaben. Keine Ahnung. Und Bernd ist mit dem Smurfy spazieren. Ich bin richtig müde. Jetzt bin ich voll durch. Ich weiß gar nicht wovon. Ich fand das auch beim Kinderarzt enorm anstrengend. Irgendwie da mit der Maske und das war egal. Ja, ich wollte den Vlog eigentlich nur noch beenden. Wir haben heute überlegt, was wir in den Ferien machen. Osterferien sind bald. Und ja, was wir da so eventuell alles vorhaben, das erzähle ich euch morgen wahrscheinlich in dem Vlog, weil dafür bin ich jetzt zu müde. Und das würde den Vlog jetzt auch sprengen. Das erzähle ich euch morgen. Und wie es in Ungarn vielleicht weitergeht oder so. Sorry, da war mein Akku gestern leer und ich war so müde. Ich bin nicht aufgestanden und habe den nochmal gewechselt. Ich schneide jetzt gerade das Video und da ist mir aufgefallen, dass ich es einfach nicht mehr gemacht habe gestern. Und also das Verabschieden, das wollte ich eben nachholen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.